Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir sind auf dem Weg ans Meer. Und ich muss sagen, wir sind schon 2 Stunden unterwegs, weil der Weg nicht so einfach ist. Es ist ganz schön viel Stau. Obwohl es nur 2 Stunden dauert. Eigentlich nur 2 Stunden, genau. Und ich bin gerade am Kämpfen, dass wir überhaupt weiterfahren. Wir machen gerade hier eine Rastpause. Alex holt gerade Kaffee. Für dich was zu essen, Pommes und Hamburger. Und Alex will die ganze Zeit umdrehen, weil es doch sehr viel Stau ist. Aber ich habe gesagt, komm, wir ziehen jetzt durch, weil wenn wir jetzt wieder zurückfahren, dann stehen wir sitzen wir den ganzen Tag im Auto und haben immer das Ziel noch nicht erreicht und sitzen zu Hause wieder rum. Als wenn wir das jetzt durchziehen und von mir aus auch um 3 Uhr erst da sind, aber dann haben wir wenigstens ein bisschen Strand und Meer und haben das Ziel dann erreicht. Wir ziehen es durch. Yes. Anstrengend. Ich habe gesagt, dass du nach Hause fahren willst. Ja, eigentlich will ich das auch. Und jetzt kannst du nicht schnell genug fahren. Ich bin doch gar nicht angeschnallt. Bisher geht's. Leisa hat 2 Stunden geschlafen, aber jetzt ist sie halt wach. Ne? Jetzt muss sie sich irgendwie beschäftigen. Hast du Hasi auch dabei? Hasi. Ist Hasi? Also mach lauter. Das ist Louis Lieblingslied. Mach lauter, Papa. Navi sagt 13 und 43 und wir haben jetzt 12. Ach, lecker, aber na, oh, nicht so viel. Musst du nicht den Mund so voll machen, Leisa. Schon mal gesehen, wie die Banane ist. Ja. So, wir sind jetzt angekommen. Jetzt sind wir auf der Suche nach einem Hotel. Wir haben gerade schon einmal nachgefragt, dazu haben wir leider nichts gefunden. Wir sind ja das allererste Mal. Ja, das zweite Mal. Wie gesagt, ohne Buchung, ohne alles hingefahren. Ist alles sehr eng hier, ne? Da ist ein Strandhotel. Guck mal, vielleicht haben die da jetzt was frei. Willst du da mal fragen? Ich gehe mal fragen. Hier? Na klar. Wir brauchen mein Zimmer. Wir haben kein Zimmer. Sieht auf jeden Fall schon mal schön aus. So krass vermissen. Wie ich. Stimmung sinkt. War die überhaupt schon oben heute? Schwer, ist wirklich schwer im Moment. Also nein, war auch kein Platz. Weiter geht die Suche. Ich bin echt gespannt, wo wir heute landen. Ob wir wieder nach Hause fahren heute Nacht. Oder Alex kann gar nicht mehr lachen heute. Nee, finde nicht mehr lustig jetzt. Ich auch nicht. So, hallo, wir sind am Strand angekommen. Voll schön hier. Boah, ich kann Ende mehr. Schaut euch das mal an hier. Katastrophe. Total voll. Aber hat sich eigentlich... Guck mal kurz das Klo. Das war nicht so schön. Es ist nicht so schön hier, wie gehofft. Sagen wir mal so. Ich muss so lachen. Die kleine Maus ist jetzt eingeschlafen. Die ist völlig fertig. Die denkt auch, was machen Mama und Papa mit mir? Was war das für ein Tag? Machen wir mal so ein Brot mit Trüffelmayonnaise. Pass auf, wir wachen gleich auf. Wir wachen gleich auf und liegen im Bett. Wir haben nur geträumt. Wir hatten den gleichen Traum. Luis hat jetzt seine Pommes und ich meinen Salat. Das ist das erste, was ich esse heute, bis auf mein Frühstück. Und das Brot mit Trüffelmayonnaise. Kann ich auch was davon? Duschen? Ach komm. Geh mal einfach mit Sand ins Bett. Komm, mach mir mal. Fertig. Hier haben wir noch so wunderschöne Sandskulpturen. Cool, ne? Richtig gut gemacht. Ja. Aber der Arm ist kaputt. Als würden die aus der Erde rauskommen, ne? Aber der Arm ist kaputt, Mama. Ja, der ist abgebrochen. So, jetzt holen wir noch für Luis ein Eis. Ja, eine Burg, ne? Nachtisch und dann geht's nach Hause. Scheiße.
Hier haben wir übrigens geparkt, im Kino wollte ich schon sagen, im Casino. Das sieht aus wie ein Kino. Das reimt sich sogar. 6 Euro die Stunde, aber das ist direkt am Strand. Jetzt bin ich mal gespannt. Kino, Casino. Hier müssen wir bezahlen. Tell me what you did. I saw the world turning in my mind. Oh, yesterday you pulled the rug under my feet. Still I'm trying to wake me up. What if I'm making it all up? You're bringing me higher and higher in every way. Willst du deine Tasche ausräumen? Ja, mach das ruhig. Kannst du ruhig machen. Guckst du meine Story? Ja. Wir wollten, also wir sind wieder zu Hause. Ich weiß gar nicht mehr. Das letzte, was ich gefilmt habe gestern war... Das letzte, was du noch weißt. Das letzte, was ich noch weiß. Bevor die Ohnmacht eingesetzt hat. Genau, bevor das Gehirn richtig matschig war. Nee, ich hatte gesagt, ich bin gespannt, was wir zahlen im Parkhaus, weil ich erst gedacht habe, erst ganz am Anfang habe ich gedacht, 16 Euro pro Stunde, weil es direkt am Strand war. Und hat Alex gesagt, nur 6 Euro pro Stunde. Also ich habe etwas über 30 Euro bezahlt. Was aber immer noch ein guter Kurs war, bedenkt man den Ort, weil direkt am Strand im Casino und wir konnten... Wir haben überhaupt einen Parkplatz. Ja, ich guck mal, mir sieht keiner. Doch, man sieht dich. Und nein, doch, man schwenk sieht mal dich. Auf mich. Und wir konnten uns nämlich im Parkhaus, wo wir waren, umziehen. Aber was ich noch mal meine persönliche Einschätzung zu Zandvoort sage, Zandvoort ist mit Sicherheit schön, ja, also nicht, wenn jetzt gerade Ferienende ist mit 35 Grad. Meine Tasche. Dann nicht so. Aber Scheveningen war noch ein bisschen besser. Ja. Weil nach Scheveningen kommst du auch einfach hin mit dem Auto. Du musst halt nicht über diesen Kanal und stehst dann eine halbe Stunde an der Brücke. Und der Weg zu Scheveningen ist halt besser. Und da kann man auch, glaube ich, besser parken. Warte, ich muss mal eben gucken, was Leiser da macht. Oh nein, siehst du, ich wusste es. Leiser? Das machst du mir nicht. Guck mal, die hat mir nämlich schon meine Lippenstifte alle kaputt gemacht. Und Geld ist auch nicht so gut. Und den habe ich auch gesucht, den Ring. Ich kriege nämlich jetzt alles auf. Zack. Was ja auch, also wir haben noch gar nicht erzählt, was überhaupt alles passiert ist. Ne? Wir haben ja kaum gefilmt eigentlich. Oh. Wir sind erstmal bis zur Grenze gefahren und direkt hinter der Grenze 12 Kilometer Stau. Ja, das hatte ich schon erzählt. Also wir haben insgesamt, waren wir um 15 Uhr, circa 2:30 waren wir ungefähr da. 6 Stunden Auto gefahren. 6 Stunden hingefahren. Und wir wussten nicht, ob wir eine Übernachtung finden oder nicht. Und dann haben wir endlich einen Parkplatz gefunden, dann war es da aber auch noch mega voll. Es war so voll, auch am Strand. Es war überhaupt nicht schön, hatte ich ja auch gesagt schon. War viel zu voll. Weißt du, willst du auch was erzählen? Hm? Ja? Ja, Gorgon, Gorgon. Super! Wir waren gerade Eis essen übrigens. Ja. Und Louis ist bei seinem Kumpel, der spielt. Der braucht jetzt erstmal Bewegung, nachdem wir so lange im Auto gesessen haben. Aber das muss man auch sagen. Die Kinder haben sehr gut durchgehalten, auch leiser. Ja, aber es war also schon anstrengend. Also 6 Stunden hin, 3 Stunden zurück, das war hardcore. 2 Stunden davon hat sie geschlafen und ich habe irgendwie versucht, die Kinder zu beschäftigen. Das war irgendwie ziemlich anstrengend. Und dann war das auch noch so, dann waren wir ja am Strand, waren total eingeölt und dann waren wir auch nachher voller Sand. Da musst du erstmal diesen Sand abkriegen. Da haben wir uns im Casino, im Parkhaus, ja, alle komplett ausgezogen. Stand ich nackig im Casino. Nee, im Parkhaus. Im Parkhaus, ja. Haben uns umgezogen. Das war schon. Hi. Und auf der Hinfahrt, ich musste so dringend auf Toilette, Leute, könnt ihr euch nicht vorstellen. Also wenn ihr schon mal dringend auf Toilette musstet 10-mal mehr. Ich habe gedacht, in mir drin platzt gleich was. Ja. Und es ging nicht weiter, weil irgendwie so eine Ampel, die wurde nicht grün. Und nee, das war dieser Kanal, wo du rüber musst. Und da ist wohl gerade ein Schiff durchgefahren oder so. Und dann war die Brücke oben. Und dann mussten wir da warten. Letztendlich bin ich dann ins Gebüsch gegangen. Und ich habe mir... Gib mal die Kamera. Warum? Gib mal, ich will mal meine Verletzung zeigen. Ach, Verletzung. Zeig mal hier. Hier. Da. Mein Gott. Ja. Ich habe
mein Bein aufgerissen. Ja, aufgerissen. Nee, aber ich habe das überhaupt nicht gemerkt, weil ich so dringend auf Toilette musste. Schatz, wo willst du hin? Ja, Koffer sind auf jeden Fall schon wieder ausgepackt. Ich habe hier schon wieder alles so einsortiert zu 80%. Ja, aber es gab einen guten Moment auch, muss ich sagen. Da war ich mit Luis am Wasser. Wir mussten uns ja auch aufteilen irgendwo, ne? Also wenn man zwei Kinder hat, ist auf jeden Fall ein Elternteil immer mit einem Kind beschäftigt, auf jeden Fall. Also ich war mit Luis am Wasser und ich habe auch den Moment leider nicht mitbekommen, wo Alex mit Liza ins Wasser gegangen ist. Also wo Liza das allererste Mal das Meer gesehen hat und auch gefühlt hat und so. Da war ich leider nicht dabei, weil wie gesagt, einer auch bei den Sachen bleiben musste. Also es war einfach so viel und wir hatten danach auch die ganzen Sachen, hatte ich dann im Auto, also nicht alle Sachen hatten wir mitgenommen, die im Auto, die ich gepackt hatte für den Strand, weil ich gar nicht damit gerechnet habe, dass wir jetzt so lange da bleiben. Ich habe gedacht, wir parken da kurz, essen was und gucken dann weiter und gehen dann nochmal zum Strand, wenn wir eine Übernachtungsmöglichkeit gefunden haben. Hatten wir ja aber nicht. Und dann fehlten uns ein paar Sachen, da musste ich nochmal runter zum Auto und also es war mega anstrengend. Mein Kopf war Matsche, wirklich. Ich konnte gar nichts mehr. Ich wollte auch auf Instagram viel mehr machen, aber es ging einfach nicht. Ich wollte auch viel mehr drehen und reden und es war aber einfach gar nicht mehr möglich. Jedenfalls gab es einen schönen Moment und da war ich mit Luis am Strand und im Wasser und er hatte so Spaß. Der hat da gelacht und wir haben gebuddelt und da habe ich gedacht, diese ganze Scheiß hat sich eigentlich doch gelohnt. Auch wenn wir jetzt heute Abend keine Übernachtungsmöglichkeit gefunden haben, hat es sich dafür eigentlich gelohnt. Ich war bis zuletzt noch in Hoffnung, dass wir irgendwie was finden. Wir hatten in einem Hotel unsere Nummer hinterlassen. Die hätten sich dann gemeldet, wenn was frei geworden wäre, aber die haben natürlich nicht angerufen. Ja, jedenfalls sind wir dann abends noch was essen gegangen, hatte ich ja gezeigt. Und Luis war sehr traurig, er hat geweint, dass wir nach Hause gefahren sind, weil er eigentlich gerne da geschlafen hätte, was ich auch verstehen kann. Ich habe mir das alles so schön im Kopf vorgestellt, noch schön frühstücken morgens und so. Egal, wir werden jetzt beim nächsten Mal, also ist jetzt unsere Erfahrung, ich habe auch auf Instagram was gepostet und viele haben gesagt, so wie könnt ihr das machen, das ist eigentlich auf Deutsch gesagt total dämlich, aber selbst wenn mir 1000 Leute auch privat gesagt hätten, macht es nicht, ich wäre trotzdem gefahren. Also jeder muss ja so seine Erfahrung selber sammeln und man kann ja auch nicht immer nach dem Sagen von anderen leben. Na, man muss ja seine Erfahrung selber sammeln. Und jetzt haben wir unsere Erfahrung selber gemacht und können dann beim nächsten Mal ganz anders reagieren. Also wir werden auf jeden Fall nicht mehr nach Sanford fahren, sondern eher nach Scheveningen oder vielleicht auch mal eine ganz andere Ecke und wir werden auf jeden Fall vorher was buchen. Das machen wir nicht mehr, obwohl es eigentlich eine Abenteuerfahrt war. War eigentlich ganz gut. Da kommt jemand. Wer kommt denn da? Ups. Wer kommt denn da? Hi! Na, Süße? Wer ist da, die Liza? Daida. Sie sagt immer Daida. Manchmal sitzt sie einfach da vorm Spiegel und macht Grimassen und so und beobachtet sich dabei. Das ist so süß. Ja. Kommst du zu mir? Ja, komm. Naja, gut, dann nicht. Dann nicht. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch unser Video gefallen hat. Auch wenn ich jetzt nicht mehr so viel gefilmt habe, jetzt in Holland, müsst ihr wirklich nicht anders machen. Ja! Ja! Oh, alleine! Super! Kann alleine stehen jetzt. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss! Tschüss! Winke, winke! Tschüss!